voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Axel Schröder und Emma Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo und herzlich willkommen zu Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, wer war das erste Millennium-Baby? Wie wird BSE wirklich übertragen? Und wer gewann den Mickey Mouse Ähnlichkeitswettbewerb? Diese und andere Fragen, meine Damen und Herren, beantworten Sie noch heute wieder. Millenniumsbaby Markus Maria Profittlich. Jawohl, bin ich. Und er wird unterstützt von dem Mann, der das Mini-Pli ins neue Jahrtausend rettete, Axel Schröder. Oh. Und auf der anderen Seite die zwei heiligen Könige, Kaspar, Mirko und Anschef. Meine Damen und Herren, Sie alle haben sich gut ins neue Jahrtausend eingelebt. Mann, ist das toll, ein tolles Gefühl im neuen Jahrtausend zu sein. Und wenn Sie seit Tagen vor einem dunklen Bildschirm sitzen, dann war Ihr Fernsehen einfach nicht als 2000-fähig. Ja, und wenn nicht nur Ihre Mattscheibe dunkel ist, sondern wenn es plötzlich auch für Ihren Augen dunkel wird, dann kann es sein, dass vielleicht Ihr Herzschrittmacher nicht aufs Jahr 2000 eingestellt war. Das Tolle aber beim Millennium Silvester war ja, dass man die guten Vorsätze für das gesamte nächste Jahrtausend fassen konnte. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich will jetzt lügen im Jahr 2500. Das ist der Klassiker, meine Damen und Herren, ja. Unter den guten Vorsätzen. Wer hat sonst noch aufgehört zu rauchen? Das Kosovo. Oh. Oh. Ja, ich habe mir auch was vorgenommen. Ich will ja jetzt weniger trinken, ne? Also das ganze ungesunde Zeug. Ab sofort keine Cola mehr in dem Bacardi. Also ganz konsequent, ja. Läuft nix. Ja, also, das ist vernünftig von mir, ne? Vernünftig, ja. Was hast du dir denn vorgenommen? Ich? Ja, was du dir vorgenommen hast? Mehr Sport. Was, du? Ja. Du? Ja. Du? Ja! Du? Ja, ich habe mir schon Premiere World bestellt. Da würde ich ja fast schon gerne einen Punkt für geben, aber erst für die Punkte hat der Erfinder von Voll Witzig das Spiel gesetzt. Jetzt wissen wir, meine Damen und Herren, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Aber bleiben wir noch ein wenig bei 1999. Was für ein Jahr, liebe Freunde, was für ein Jahr. Oscar Lafontaine zieht sich aus der Politik zurück und David Copperfield zieht sich aus Claudia Schiffer zurück. Das waren da. Und damit auch die anderen wichtigen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten, haben wir exklusiv die Höhepunkte des vergangenen Jahres in einem Schnelldurchlauf zusammengestellt. Bitteschön. Ah, ja. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, Kenny, August, Kenny, September, Kenny, Oktober, Kenny, November, Kenny. Dezember. Kommen wir nun von den Höhepunkten des vergangenen Jahres zum absoluten Höhepunkt des neuen Jahrtausends. Denn am 2. November 2069 wird der erste Mensch den Mars betreten. Voll witzig, das Magazin für Zukunftsforschung wird dabei sein und dieses Foto machen, meine Damen und Herren. Was der heute noch ungeborene Astronaut bei seinem ersten Spaziergang über den roten Planeten alles denken wird, das werden uns jetzt Atze und Markus erzählen. Was denkt der Astronaut auf dem Mars? Oh, ich hätte die Silvesterrakete doch etwas früher loslassen sollen. Der denkt, ist das alles? Kein Baum, an den ich strohlen kann? Verdammt, jetzt habe ich doch die Golfschläger zu Hause vergessen. Ich hätte mich vielleicht doch nicht so weit von der Reisegruppe entfernen sollen. Natürlich fragt sich der
Astronaut, habe ich eigentlich das Bügeleisen ausgeschaltet, als ich losgeflogen bin? Das ist die wirkliche Frage. Aber auch die Gentechnik wird in naher Zukunft rasante Fortschritte machen. Einer der ersten Nutznießer der Gentechnik wird Michael Jackson sein. Um jederzeit über ein vollständiges Ersatzteillager zu verfügen, will sich der Popstar spätestens im Jahr 2017 selber klonen lassen. Was Michael Jackson 2, der Klon, auf unserem zweiten Foto des Jahrtausends denkt, das verraten uns jetzt Mirko und Elmar. Was denkt der? Was denkt er? Das könnt ihr denken, der eine oder andere. Edge, ich bin weißer als du. Ja. Da muss ich selber lachen. Komische Nummer. Okay, ich bin zwar aus Wachs, aber das heißt noch lange nicht, dass du deinen Docht hinten reinschieben darfst. Oder er kann sagen, jetzt habe ich ständig Wachsflecken in der Bettwäsche. Dieser Klon, ihr Lieben, ist natürlich nur der Anfang. Der Michael Jackson will sich noch weitere dreimal klonen lassen. So kann er alleine als Jackson 5 auftreten, ohne die Gage zu teilen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Meine Damen und Herren, ich sehe bei dieser fantastischen Runde, bei diesen fantastischen Antworten, muss ich ehrlich zugeben, leichte Vorteile für das Team Mirko und Elmar. 5 Punkte darf ich vergeben und ich mache es einmal ganz, 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 ganz brutal. Ich sage 1 Punkt für euch und 4 Punkte für euch. Ja! Was für eine Miete! Das macht mir erst richtig Freude, wenn das Publikum scheinbar gegen mich ist. In unserem Pantomimespiel, meine Damen und Herren, steht es heute ganz im Zeichen der größten Entdeckungen der Menschheit. Denken wir nur mal an Albert Einstein. Der Einstein war ja nun ein Mensch, der... Einstein, die Pfeife, was ist denn? Der hat doch gar nichts entdeckt. Ich habe was entdeckt, das Ernährungsproblem zu lösen. Was? Mehr zu essen einfach? Nein, ich rede vom Ernährungsproblem mit meinen Ravioli. Ich habe herausgefunden, dass Ravioli nicht so schwer im Magen liegen, wenn man die Dose vorher wegschmeißt. Habe ich gehört? Ja, ich habe gerade entdeckt, dass mir direkt gegenüber der größte Idiot aller Zeiten ist. Sendung noch keinen Punktabzug gegeben hat. Punktabzug für Mirko und Holstein wegen Schwachsinns. Ja! Das bin ich aber auch. Also, das passiert mir jede Sendung, aber gut. Schwachsinnig, meine Damen und Herren, wurde übrigens auch der Mann, der versuchte, einen Namen für dieses Gerät zu finden. Dabei weiß doch jedes Kind, dass dies ist gut. Also, welche anderen wirklich großen Erfindungen gemacht worden sind, das sollen Sie jetzt in unserem Pantomimespiel sehen, dargestellt von unseren lustigen Kandidaten. Und ich würde sagen, Markus fängt an. Er hat 15 Sekunden Zeit und das, was Markus jetzt sehen kann, meine Damen und Herren, das können Sie auch sehen. Aber Atze natürlich nicht, der diese Begriffe erraten soll. Wirklich große Erfindungen der Menschheit, dargestellt von Markus. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Kann ich die Karte auch mal sehen? Nein! Was für eine Maschine? Eine Baggermaschine? Die Dampfmaschine! Mensch! Bravo! Bravo! Leider, leider nicht erraten, obwohl Markus wirklich alles gegeben hat. Aber Atze hat sich halt ganz dumm gestellt und die Dampfmaschine nicht erraten. Also, zweite größte Erfindung der Weltgeschichte. Markus, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Richtig. Ja. Ein Hula-Tänzer. Nein, ein Hula-Reifen. Ja. Das kam mir aus der Schuld. Ein Hula-Hoop-Reifen, ganz toll. Und eine weitere, was hast du mit deiner Uhr? Oh, mein Puls ist auf 180 Dollar. Also, eine weitere ganz wichtige Erfindung, Markus, ganz einfach darzustellen. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Cookie. Ein Flohesser. Nee. Sehr gut. Toll! Davor oder danach?
Maria Schwerkraft, Markus Maria Profittlich und Mirko, jetzt geht es an dein Spiel, die wirklich großen Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Oh Gott, ja. Mirko, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Oh! Liegestütze. Und dann da, geht. Ah, Fallbein, Guillotine. Jawohl! Wie aus der Pistole geschossen. Hast du wehgetan? Und eine Erfindung, meine Damen und Herren, ohne die wir alle, glaube ich, und das kann ich, glaube ich, einfach so sagen, nicht leben könnten, nicht existieren könnten. 15 Sekunden Zeit für dich, Mirko Natschek. nein, nein. Tabletten? Tabletten? Nein, langes Röhrchen. Ja, das glaube ich bei dir. Viagra. Nein, das Klein Essen. Was? Currywurst mit Fritten. Oh, Scheiße. Natürlich. Warum machst du dann so? Nein. Das hat schon versaut ausgesehen. Natürlich habe ich Elmar Hörig ein bisschen irritiert, weil ich gesagt habe, dass wir alle nicht leben können. Da kommst du natürlich sofort auf Jager. Das ist ganz klar. Ganz klar. Und jetzt haben wir noch einen dritten Begriff. Eine ganz, ganz große, grandiose Erfindung der Weltgeschichte. Und hier, Mirko, 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Was Witziges. Also, legt sich hin, ein Bett, ein Kopfkissen, ein Furzkissen. Jawohl! Ja! Ja! Super! Danke! Marco Bolo! Den großen Entdecker, Marco Bolo. Und die Punktevergabe fällt mir ganz einfach. Zwei Punkte beim Heuk richtig, zwei Punkte beim Heuk richtig. Das heißt, wir haben einen Punktestand in dieser Runde von 3 Punkten für Markus und Atze und 5 Punkte für Mirko und Elmar. Meine Damen und Herren, und da möchte ich ein wenig ruhiger, ein wenig besinnlicher werden. Voll Witzig feiert heute Jubiläum, denn unsere kleine Sendung wird an diesem Abend zum 25. Mal ausgestrahlt. Und es geht weiter mit ausgeklügelter Computertechnik. So ein perfekter Bildanimation ist es uns gelungen, 75 Jahre in die Zukunft zu reisen, um dort einen kleinen Blick auf unsere Sendung zu werfen. Übrigens erweist sich die sensationelle Dokumentation gleichzeitig als ein Beweis dafür, dass guter Sex wirklich jung hält. Schauen Sie rein. Endlich ist es soweit. Voll Witzig feiert sein 75-jähriges Jubiläum. Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz auf Ihrem Holodeck mit mir im Studio, Markus Maria Profittlich. Und Mirko Nonchef. Und genau darum geht es in unserem Pantomime-Spiel. Hier ist dein erster Begriff. Du hast 30 Minuten Zeit. Thema altertümliche Verkehrsmittel. Ab jetzt. Leider kein Punkt. Ja, meine lieben Freunde, gibt es die Möglichkeit, ein paar Punkte gut zu machen. Mirko, was denkt Bundeskanzlerin Blümchen auf diesem Foto der Woche? Wie ist das? Blümchen! Danke! Nun geht es in unserer Schnellradrunde um das Thema Astronomie. Markus beginnt. 30 Sekunden Zeit ab jetzt. Seit wann? Was? Seit wann hat die Erde 3 Monde? Seit sich Dolly Buster 2020 noch mal die Brüste hat vergrößern lassen. Und das macht zusammen einen Punkt für Markus. Voll Witzig wird 75. Feiern Sie mit. Ja. Diesmal mit den Gästen Orgel Brabla vom Planeten Bittergeuze und der Mann, auf den wir jahrhundertelang gewartet haben, Rudi Carrell. Also schalten Sie ein, Sonntag, 22:15 Uhr auf Ihrem Holodeck. Also, meine Damen und Herren,
Schalten Sie ein und sollten Sie in 75 Jahren schon was vorhaben, programmieren Sie einfach Ihren Videorekorder. 22:10. Ja, Sie haben 75 Jahre Zeit, herauszufinden, wie das geht. Ja, damit hat der Mirko noch mal eine echte Chance. Ja, stimmt, ich habe die Chance. Aber ich habe keinen Videorekorder. Meine Damen und Herren, in unserer Schnellraterunde wollen wir heute die Geschichte der Menschheit behandeln. Jedes Team hat 30 Sekunden Zeit, sein geschichtliches Wissen unter Beweis zu stellen. Für jede beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Und jetzt würde ich sagen, Atze, Butter bei die Fische. 1000, 100.000 Millionen Jahre Geschichte in 30 Sekunden. Es geht los. Ab jetzt. Wann kam die erste Eisenbahn? Zu spät. Gut. Was waren die ersten Worte von Christoph Kolumbus, als er in Amerika an Land ging? Einmal Chicken McNuggets bitte und eine große Cola. Jawohl. Was waren die ersten Worte der Eingeborenen, nachdem sie auf Kolumbus trafen? Mit oder ohne Pommes. Was brachte die Französische Revolution? Mehr Auswahl im Puff. Jawohl. Was nagelte Martin Luther an die Tür des Doms zu Wittenberg? Seine Frau. Ah, warum standen die Türken 1529 vor Wien? Ja, weil sie nicht reinkamen. Richtig. Wunderbar. Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Ja. Mirko beginnt, 30 Sekunden Weltgeschichte. Wer bestieg als erster den Watzmann? Frau Watzmann. Wo liegt Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, begraben? Das ist schwer zu sagen. Ein Bein in Oslo, das andere in Stockholm, der Rest über Skandinavien verteilt. Jawohl! Wer führte die Nudel in Europa ein? Casanova. Warum? Der führte überall seine Nudel ein. Aha. Auch in Europa! Warum wurde das Auto erfunden? Um Igel platt zu fahren. Woran starb Wallenstein? Am Gallenstein. Warum wurde Joan d'Arc auf dem Scheiterhaufen verbrannt? Es gab noch keinen elektrischen Stuhl. Wer hat am meisten für die Frauenbewegung getan? Der Hund. Richtig! Der Hund. Trainer, den nehme ich noch mit rein. Das war wunderbar. Ja. Und das sind fantastische. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte für euch, für Mirko. Und es gab es noch nie, das war das Schnellste, was wir erlebt haben in unserer 25-jährigen Premiere hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für euch und damit, meine Damen und Herren, haben wir einen Punkt gestanden von 9 Punkten für Atze und Markus und 12 Punkte für Mirko und Elmar. Es ist unsere liebe Freunde. Viele Pessimisten, meine Damen und Herren, sehen für die Zukunft der Menschheit schwarz. Und das wird jetzt für euch nicht anders sein, denn jetzt sollt ihr wieder eure blickdichten Spezialbrillen aufsetzen, denn in unserem Pappnasenspiel oder Pappnasenheimer oder Heimernasen Pappnasenspiel sollt ihr jetzt berühmte Persönlichkeit erraten, die in dieser Woche von sich reden macht. Dazu habt ihr 45 Sekunden Zeit. Habt ihr eure Brillen auf? Gut, dann geht's los. Hier ist einmal das berühmte Gesicht für Atze und das berühmte Gesicht für Markus. Und ihr habt jetzt 45 Sekunden Zeit. Die anderen antworten bitte ehrlich. Wer seid ihr? Und hier ist euer erster Hinweis. Der lautet, ihr kommt höchstens mal ins Witzfigurenkabinett. Witzfiguren? Sind wir Cartoons? Genau. Nein. Achso, Entschuldigung. Hallo. Nein. Nein. Sind wir Cartoons? Nein. Nein. Schauspieler? Nein. Jein. Jein. Puppen? Nein. Nein. Dick und doof. Ähnlich. So ähnlich. Komiker. Ja. Mann und Frau? Nein. Männer. Zwei Männer. Ja. Der zweite Hinweis lautet, der eine hat fiese Standpunkte, der andere fiese Punktstände. Warte, ich komm nicht mehr klar. Also Komiker finde ich, seid ihr nicht. Amerikaner? Nein. Nee. Deutsche? Ja. Ja. Ein Ossi. Ein Ossi. Ach du Scheiße. Ihr seid, schaut es euch selber an, Mirko 19 und Elmar Höring! Ja! Ja. Wir haben euch ausgesucht, weil Mirko 19 einfach mal sehen wollte, was er für eine Wirkung hat, meine Damen und Herren. Es wird spannend, ist leider nicht erraten worden. Was erraten Mirko und Elmar? Erraten sie überhaupt etwas? Und wie geht es weiter? Das sehen wir gleich. Bis gleich. Nö,
Comedy Quiz im Saal 1 und mit mir. Ist das immer schön, noch im Studio. Atze Schröder und Markus Maria Povitlich. Und Elmar Höri und Mirko Longchamp. Yes! Ja! So, ja. Im zweiten Teil unseres Pappnasenspiels, Nasenheimer Pappenspiels oder Pappenheimer Nasenspiels, geht es natürlich wieder darum, Persönlichkeiten zu erraten. Persönlichkeiten der Woche, aktuelle Persönlichkeiten, die in dieser Woche etwas ganz Hervorragendes geleistet haben. Bitte klappt eure Brillen zu, ja, denn jetzt gibt's was vor die Maske auch für euch. Berühmte Persönlichkeiten dieser Woche und auch anderer Wochen. Hier Nummer 1 und die Nummer 2 für Mirko. Und ihr habt jetzt 45 Sekunden herauszufinden, wer ihr wirklich seid. 45 Sekunden. Aber hier kommt euer erster Hinweis. Ach. Ihr seid ständig blau. Die Zeit läuft. Hier, Captain Blaubeer. Nein, die Teletubbies. Nein. Wir dürfen noch einmal raten. Bin ich eine Frau? Ja. Ja. Bin ich dick? Das kann man so nicht sehen. Das weiß man nicht. Bin ich auch eine Frau? Nein. Bin ich Amerikanerin? Nein. Nein. Bin ich Spanier? Nein, guck dich doch mal an. Wärst du aber gern, ja. Bin ich Deutsches? Nein, hier kommt noch ein zweiter Hinweis. Ja. Wer euch wäscht, macht sich die Hände schmutzig. Bitte nochmal? Nochmal? Rosetta? Ja. Ja, genau. Ja, genau. Rosetta ist schon richtig. Aber der Nachname wird nicht verraten. Also ich weiß es auch nicht. Also ich bin ein Mann. Und ich eine Frau. Ja, ist richtig. Und deutsch sind wir. Ja. Ein Paar zusammen? Nein. Oh, ja. Leider nicht erraten. Geldscheine. Nein, ihr seid Karl Friedrich Gauß und Clara Schumann. Ah, das weiß man doch. Ja, fürs Kinder, was ist das? Das ist doch aber einfach gewesen. Ja, und zwar, du siehst die Dinger ja. Du kennst doch, ja, klar. Clara Schumann, die Frau auf dem 100-Mark-Schein und Karl Friedrich Gauß auf dem 10-Mark-Schein. 1000-Mark-Schein. Kennst du ihn nicht? Die kenne ich. Natürlich. Ja. Und Gauß, der von der Gauß-Behörde. Genau. Wisst ihr eigentlich, als Zusatzfrage, wenn ihr das wisst, dann bekommt ihr, würde ich sagen, diesen Punkt. Ja. Wer ist eigentlich auf dem 20-Mark-Schein? Magdalena Breschka. Magdalena Breschka? Nein. Theresa Olofs auch nicht? Nein, Annette von Droste-Hülshoff. Das weiß er leider nicht erraten. Ja. Uns hat er nicht gefragt. Uns hat er nicht gefragt. Tausender? So viel Geld habe ich noch nie gehabt. Keine Ahnung. Meine Damen und Herren, das war es leider nicht erraten. Und wir haben einen Punktestand, der uns zum Ende führt. Einen Endpunktestand von 12 Punkten zu 9 Punkten. 9 Punkte für euch, 12 Punkte für euch. Damit seid ihr Sieger des Abends. Herzlichen Glückwunsch! Und das war's wieder mal für Witzig. Ich sage tschüss, bis nächsten Sonntag. Und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Komm her, ihr Sieger! Okay.